das Topspiel des 11. Spieltags. Der SV Meppen empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer, den TSV Havelse. Gute Bewegung von Wensing. Links hat Missen ein bisschen Platz. Vielleicht mal die Flanke aus dem Halbfeld. Links ist Prasse. Die Flanke an den zweiten Pfosten. Busse ist da. Und jetzt Konter für Havelse. Muss er alleine machen. Macht er alleine. Kommt da durch. Was ein Antritt hier von Torben Engelking. Erste Chance. Der lange Ball ist gefährlich. Busse da. Gefährlich. Und geklärt. Was eine Chance für die Meppner. Aber sonst, wenn Meppen Abstoß hat oder so, dann lassen sie erstmal gewähren. Wessels. Guter Ball auf Jansen. Kommt er da ran? Jansen erst dran. Elfmeter. Großer Moment. Ball ist freigegeben. Jansen. 1:0 für den SV Meppen. War er noch Stürmer? Mittlerweile umfunktioniert zum Mittelfeldspieler Missner. Spielt die Meppner gut auf der linken Seite. Das muss auch gelb geben. Und Jeschke hat schon gelb. Entsprechend die gelb-rote Karte für Yannick Jeschke. Die Ecke zum Tor hingetreten. Von Tim Möller. Bisschen Wirrwarr wieder im 16-Meter-Raum. Da ist Rankic. Der kann auch lange Einwürfe verlängert. Rankic und Sprickelmeier klären das im Co-Verbund. Prasse, kein Abseits. Und fall nah auf einer anderen Abseitslinie. Gegen Blume. Und das war das 2:0. Wow, da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, da gibt es ein hohes Bein von Marek Jansen. So ist es aber nicht. Es gibt das 2:0 für den SV Meppen, Niklas Wessels. Winster mit einer Körpertäuschung am eigenen 5-Meter-Raum. Riedel rutscht weg. Missner direkt durch zu Prasse. Prasse mit dem Abschluss. Busse. Prasse. Missner kommt mit. Guter Laufweg von Missner im 16er. Vorher. Und der Ball ist drin. Adrian Lenz. Im Sommer gekommen vom SC Spelle-Fennhaus. Das ist ein richtiger Emsländer. Macht das 3:0. Da war die Möglichkeit für Schepp und nochmal zum Dieg im Nachschuss. FCF. Es gibt nochmal Elfmeter. Nochmal große Anspannung in der Hensch Arena. Alle wollen diesen Treffer für Schepp und den macht er auch. Christopher Schepp, erstes Saisontor. Hat die Pfeife im Mund, wird sobald der Spieler den Ball schießen wird, das Spiel abpfeifen. So ist es. Der SV Meppen gewinnt gegen den TSV Havelse mit 4:0. Wahnsinnsspiel hier.